Immer mehr Zuschauer schreiben mir, dass die Videos nicht mehr in der Abo-Box auftauchen. Deshalb schaut immer wieder mal selbst vorbei. Ich lade nämlich alle 2 Tage ein neues Video hoch. Das könnt ihr euch ganz leicht merken und selbst vorbeischauen. Und aktiviert auch noch die Glocke, denn angeblich bekommt man dann auch die Videos zugesendet. Und nun zum Video. Heute geht es mal um was ganz anderes. Ich bin auf ein Video gestoßen, das angeblich Menschen dazu bringt, zu halluzinieren oder sogar ohnmächtig zu werden. Natürlich mache ich daraus gleich ein Selbstexperiment, mal schauen, was wirklich passiert. Schauen wir rein nach dem Intro. Hallo zusammen, ich möchte an dieser Stelle eine Warnung aussprechen. Es ist Fakt, dass bestimmte Töne und bestimmte Videosignale etwas im Menschen auslösen können. Daher müsst ihr dieses Video auf eigene Gefahr ansehen. Es kann sein, dass ihr dadurch halluziniert oder sogar ohnmächtig werdet. Das Ganze soll nur funktionieren, wenn man das gesamte Video am Stück ansieht, ohne dabei etwas anderes zu machen, sondern sich nur darauf konzentriert. Ich glaube, sowas habe ich auch noch nie gemacht, dass ich jetzt mal live bin quasi, denn ich schaue mit euch live das Video mit. Ich habe mir das so vorgestellt, ich starte jetzt das Video, versuche aber nichts zu sagen, dass ihr das auch in Ruhe mitschauen könnt. Und danach sage ich gleich, was mit mir passiert ist und ihr könnt dann gleich in die Kommentare schreiben, was bei euch passiert ist. Ich habe das Video in Vollbild an und auch mit relativ großer Lautstärke. Und ich starte jetzt mal das Video und bin schon gespannt, ob ich wirklich halluziniere oder sogar ohnmächtig werde oder was auch immer passiert. Legen wir mal los. Puh, das Video ist aus.
Ohnmächtig bin ich nicht, sonst könnte ich jetzt nicht gleich live direkt darauf reagieren, aber halluzinieren tue ich auch nicht. Ich schaue gerade so ein bisschen, ob irgendwo... Ihr kennt das ja wie bei diesem anderen Halluzinationsvideo, was ich habe, wo man an der Wand dann Dinge sieht, aber ich sehe jetzt auch gar nichts. Aber ich muss schon sagen, ich hatte irgendwie, während ich das gehört und gesehen habe, ein extrem unwohles Gefühl. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man denkt, es könnte irgendwie was passieren oder so. Aber irgendwie ein unwohles Gefühl. Und diese ganzen Bilder, die die ganze Zeit aufgeblitzt sind, die habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Ich muss jetzt dann gleich mal schauen, ob ich die Frames rausschneiden kann und euch die zeigen kann. Denn ich würde gern wissen, was da alles gezeigt wurde, denn so in kurzen Frame erkennt man es ja nicht wirklich. Deswegen, ich hoffe, euch hat das Live-Mitschauen quasi gefallen. Und ich gehe jetzt wieder zurück und bearbeite mal die Frames, dass ich die euch zeigen kann. Und schauen wir uns die mal an. Ich habe die Frames mal rausgesucht und für euch gescreenshottet. Es sind insgesamt 9 Frames, die aufblitzen. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen oder vergessen und schauen wir uns jetzt mal an, was da alles zu sehen ist. Als erstes blitzt dieses Bild auf. Man sieht eine extrem komische Gestalt mit einem noch beängstigenden Gesicht und einer Robe. Ich habe keine Ahnung, was die Arme darstellen sollen und was da hinausfliegt. Am Boden sind überall Pilze, was wahrscheinlich eine Anspielung auf die Halluzinationen sein soll. Im nächsten aufblitzenden Frame sieht man wieder diese Figur. Diese Figur zieht sich durch das gesamte Video. Die Figur sieht exakt gleich aus, nur der Hintergrund hat sich geändert. Jetzt ist die Figur scheinbar in einem Wald. Wieder die exakt selbe Figur, auch in derselben Pose, aber diesmal auf einer Wiese, mit ein paar Bäumen und überall sind seltsame Uhren. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass man dieses Video am Stück und komplett sehen soll? Auch in diesem Bild sind wieder ein paar Pilze zu finden. Auf diesem Bild sieht man 2 Wegschilder. Ich konnte die zuerst gar nicht lesen, aber später sieht man beides nochmal, weil sich die Figur wohl zu beiden Orten hin bewegt. Auf dem oberen steht Weed Garden, was wohl eine weitere Anspielung auf Halluzinationen sein soll, und darunter steht Sugarden, was ein Wortspiel aus Sugar und Garden sein soll. Auf diesem Frame hat sich die Figur wieder weiter bewegt und ich habe sofort so ein seltsames Gesicht im Felsen erkannt. Keine Ahnung, was das sein soll, und darüber steht ein Wesen mit einem Hut. Alles ziemlich brainfucked und ich finde immer noch, dass die Figur gruselig aussieht. Überhaupt, wenn sie nur einen ganzen Frame lang aufblitzt. Im nächsten Frame ist die Figur beim Eingang von Weed Woods. Und dann im nächsten Frame bei Sugarden. Das sind die beiden Schilder, die wir auf dieser Wiese gesehen haben. Irgendwie verrückt, dass diese kurzen Frames, die ganz kurz aufblitzen, eine kleine Geschichte erzählen. Hier sieht man wieder so komische Gesichter im Felsen. Ich denke, es könnte dasselbe Gesicht sein wie vorher, nur etwas deutlicher und größer. Und auch diese seltsame Figur hat jetzt so ein extrem seltsames Gesicht in diesem Frame und ist zum ersten Mal nicht komplett zu sehen. Das ist der letzte Frame, wo man die Figur nochmal im Close-Up sieht. Und ich habe auch noch rechts oben im Himmel als Wolke getarnt eine Figur erkennen können. Es sieht für mich so aus wie eine Schildkröte mit einem Hut, aber vielleicht interpretiere ich auch nur irgendwas hinein. Könnt ihr mal schreiben, was ihr alles auf den Bildern erkennen könnt und ob ihr vielleicht noch mehr Frames gefunden habt. Aber nun zurück zum Video. Was ist da bei euch passiert? Hat jemand irgendwelche Halluzinationen oder wurde sogar irgendwer kurz ohnmächtig? Hatte jemand, so wie ich, so ein seltsames, flaues Gefühl im Magen? Würde mich interessieren, was dieses Video bei euch für Effekte ausgelöst hatte. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst sehr gerne einen Daumen hoch da und teilt das Video unbedingt mit all euren Freunden, so helft ihr mir sehr und ich weiß außerdem gleich Bescheid. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um angeblich keine Videos mehr zu verpassen, und hier links und rechts kommt ihr noch zu 2 weiteren gruseligen Videos. Abonniert doch gerne den Kanal, danke und bis zum nächsten Mal, ciao.